Hard to say. Hahaha. Hahaha. Und ich hab kein Tabak mehr. Hahaha. Sehr lustig. Hahaha. Aber bald weggeraucht. Hahaha. Hahaha. Kein Tabak mehr. Hahaha. Kein Tabak mehr. So. So, da sind irgendwo ein kleines Krümelchen Tabak irgendwo. Kann aber nicht sein. Irgendwo was hingeworfen habe und vergessen zu brüsseln oder so, aber schaut nicht so aus. Ich war sehr gründlich im Tabak vernichten. Sehr gründlich. So. Shit, bitte. Okay, das wäre dann hier auf der Höhe. Das würde gehen, denke ich. Jetzt muss ich nur schauen. In die Richtung nach. Nein, 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 ich sterbe. Ah, doch. Nein! Oh, Mist. Ach. So. Das ist ein bisschen blöd, gell? Aber das ist doch so schlimm. So, vertikal. 9 Stück. Jetzt komm schon. So. Und dann kann ich nämlich das da unten dann abkappen. Hier nicht. Schließen wir mal so an hier. Dann machen wir mal die Dinger hin und voll. Neun. So. Gut. Jetzt muss das Kühlmittel von hier nach darüber. Ach, das ist hier nicht gleich hoch. Ah, okay. Ah, hierhin.
Ach komm, falsche Seite. Dummes Kind, das gibt's aber nicht. Das Ganze mal hier rein. Kühlmittel. Kühlmittel kommt. Kühlmittel geht rein. Okay. Kühlmittel. Und Dampf kommt raus. So, wie geht es jetzt weiter? Dampf kommt raus. Das heißt, ich nehme mal an, dass ich auf der anderen Seite einen Dampfkühlturm hinbauen muss. Eine Kühlplattform. Wahrscheinlich. Kühlmittel ist voll. Okay, Kühlmittel ist voll. Puh. So, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Also, ich brauche auf jeden Fall brauche ich einen Server Rack brauche. Server Rack, die Frage ist, wobei die hin? Server Rack. Was ist das da mit den Dings, mit den Slots? Ich habe 4 Slots auf der Seite. Und 4 Slots auf der Seite. Aha. Aha. Okay. Aha. Ich habe auch keine Ahnung. Was ich hier machen muss. Jetzt mal hier einen Strom. So.
So, lala. Strom. Strömchen. Was ist denn die Frage? Server Rack? Weißt du was? Bauen wir zwei. Sicher ist sicher. So. Server Rack. Item Server für Secret Server. Item Server. Nummer 2. Dann brauchen wir ein Terminal. Ein Terminal. Ich habe keine Ahnung, wo ich dieses Terminal anschließen muss. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Das Terminal. Ich denke, ich tue mal hier eins hin. Und da fehlt jetzt Quantenkabeladapter. Input-Prozessor, Output-Prozessor, Faxe-Terminal, das ist das kleine, Fax-Item-Receiver und Fax, ein Sender. Ah, ein Sender. Ein Sender, okay. Ha! Gute Frage, nächste Frage. Oh, so ein süßes Kuscheltierchen. Papa. So. Glaube für dieses Ding hier, für dieses Experiment hier, wäre wahrscheinlich am geschicktesten wieder, wenn ich. Wo ist denn eigentlich meine Tube? Die Tube habe ich oben, oder? Die Tube habe ich oben. Hier wird eine Tür nicht schlecht. Eine Tür. Eine Tür. Wände. Eine Tür. Oder Wand mit Türbogen. So. Sogar gehen. Würde sogar gehen. Okay. So. Dann machen wir hier ein Geländer hin. Ein Geländer. Ach. Ein Subgeländer. So. Stahlbad. Okay. Hier eine Tür, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kein Tabak mehr da. Unfassbar ist es. Unfassbar. Das ist unglaublich. Ich habe alles weggeraucht. Die Schachtel ist leer, die Schachtel ist leer. Oh Mann. Das geht überhaupt nicht. Scheiße, Zugserscheinung. Da.
Also, ich brauche, ich werde meinen Buggy wieder rauspacken, damit ich mit dem die Strecke hin und her fahren kann, weil mit dem Zug die Rennerei geht zwar auch, aber auch nicht so der Burner. Also Quantenkabel 3. Quantenkabel. 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 Die müssten da oben irgendwo sein. Ich bin mir nicht sicher, welche Etage. Was ist da drin? Drive MK1 habe ich hier drin. Kristalle, Beschichtung. Oh, dann müsste es eins höher sein, oder? Quantenkabeladapter. Quantenkabelkabel. Quantenkabeladapter. 200er Stack müssten reichen. 200er Stack. Wo steht eigentlich mein Buggy? Steht eigentlich mein Buggy? Ah, der steht sicher da unten, oder? Da wird er stehen, denke ich. Hier beim Kreolit. Da steht mein Buggy. Da fährt der LKW. Ah, Mist. Das ist blöd. Das ist jetzt blöd. So. Muss man einen neuen Buggy bauen. Einen neuen Buggy bauen. Das heißt Transport. Explore. Das heißt mal Motoren. Motoren haben wir zum Glück da vorne. Motoren. Ah, da kommt gerade einer. Jetzt warten, bis der durch ist. Sprit ist voll, passt. Das wollte man ja. Achso. So, da la. Okay, den Server Rack haben wir hier. Lagernetzwerk. Was wolltet sie? Faxterminal? Nee. Fax-Item-Receiver? Dieses Gebäude ist für den Transfer von Ressourcen im Netzwerk verantwortlich. Also ich baue jetzt mal hier einen Receiver hin und dann bauen wir hier mal einen Sender hin. Das ist wurscht, wenn die direkt nebeneinander stehen, das ist egal.
So, jetzt ist die Frage, wie wird das verbunden? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, was logisch wäre, wäre von hier nach... Na, warte, wir machen einen Masten hin. Wir machen hier mal einen Masten hin. So. Nach da, oder? Nach da und wahrscheinlich auch nach da und den dann auch nach da. So. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Achso, der muss ja noch... Und dann müsste noch... Der da... mit dem verbunden sein. Oder? So, jetzt muss ich mal schauen. Konfigurieren von Faxe-Terminal. Okay, Kühlmittel geht rein. So, solid. Solid, Alphabetik. Ja, da kann ich gar nichts. Hier kann ich gar nichts machen. Hier geht's rein. Hier geht's rein. Das heißt, ich bräuchte jetzt wahrscheinlich hier... ich nehme jetzt hier einen Micro-Storage-Container oder einen normalen Lager-Container. Nein, kein normaler Lager-Container. Geht dann wieder raus. So. Das mit dem verbinden. Das dann mit dem verbinden. Was mache ich denn hier? So, binden. Das schmeiße ich jetzt da rein. Diese Würfelchen hier. Okay, sie gehen nicht rein. Sie gehen da nicht rein. Ich habe keine Ahnung. Mir werden hier auch keine Materialien angezeigt. Mir werden hier aber auch keine Materialien angezeigt. Oder muss der mit dem anderen direkt verbunden werden? Kann man sich so vorstellen. Lagernetzwerk. Ich baue nochmal einen Masten. Dann muss vielleicht der dann dem und der dann mit dem verbunden waren. Kein Inventar festgelegt, kein Inventar festgelegt. 100% genutzt, nur übrig. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hier. Wie funktioniert dieses Lagernetzwerksystem? Wie? Oder muss... Da muss das eine mit dem anderen verbunden werden. Dem dann mit dem. So.
Okay, da kommt gar nichts. Da läuft auch nichts. Das kann ich nicht anklicken hier. Wieso kann ich das nicht anklicken? Ah, das muss offensichtlich mit dem da drüben verbunden sein. Okay, das ist schon mal das eine, was wir dann gelernt haben. Also. Also verbinden wir die zwei Masten hier wieder miteinander. So. Ich habe keine Ahnung. So, All Forms. Netzwerkterminal. Alphabetik. Zurücksetzen, Dinge stapeln. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Irgendwo muss das Material rein und irgendwo muss das Material hier wieder raus. Bugs Item Receiver. Ich kann auch hier nichts einstellen. Typ Fiss, Gegenstand. Ausgewähltes Element löschen. Ja, kann ich hier. Ansonsten kann ich hier gar nichts machen. Sort by Index. Auch nicht. Oh, Scheiße! Wie funktioniert das, Graffe? Kann man ja nicht miteinander verbinden hier. Oder? Nee, kann ich nicht. Keine weitere Leitung an diese Verbindung anschließen. Ich kann nur über den Masten gehen. Das wird das Terminal sein dann. Faxi-Terminal. Aber hier wird mir nichts angezeigt. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wie funktioniert das Klump? Wie funktioniert das Klump? Wie funktioniert das Klump? Scheiße, ich muss Dinge mal ein. Ja, auf YouTube muss ich mal schauen, ob es da irgendein Video gibt. Also gut, das heißt, ich mache jetzt hier einen Break. Ich muss mich zuerst mal schlau machen, ob ich dann rausfinde, wie das Ding funktioniert hier. Okay.